Sechs Monate habe ich mich auf der großen Tropeninsel Neuguinea darum bemüht, die Balz der Paradiesvögel und Laubenvögel im Film zu dokumentieren. Auf jeder Höhenlage leben andere Arten, die meisten in 1000 bis 2000 Metern Höhe. Wir erreichen sie mit eingeborenen Trägern in beschwerlichen Märschen. Wir haben den Aufenthalt in den Bergdschungeln auf 5 Monate berechnet. Daher müssen wir viel Proviant und Vorräte zu den vorgesehenen Standorten schaffen. Dabei helfen uns an die 30 Träger. Wir staunen über die Zähigkeit und Ausdauer unserer Träger. Jeder von ihnen schleppt scheinbar mühelos an die 30 Pfund. 10 Stunden pro Tag. Immer öfter schlagen uns die Rufe der Paradiesvögel entgegen. Da, eine der schönsten. Groß wie eine Krähe mit 2 riesigen schneeweißen Schwanzfedern. Der Fahnenschwanz-Paradiesvogel. Er ist auf einem Fruchtbaum eingefallen. Die Vögel leben von Früchten und Insekten. Viele Paradiesvögel wurden Anfang des vorigen Jahrhunderts im Ostteil der Insel nach königlichen Würdenträgern benannt. Hier der Prinzessin Stephanie-Paradiesvogel. Der Prinz Rudolf, der blaue Paradiesvogel. Er zeigt eine überraschende Balz. Mit Bauchwelle vorwärts wirbt er um die Gunst der Weibchen. Dabei schüttelt er minutenlang sein prachtvolles blaues Gefieder. Wir sind ins Swagital, ins zentrale Hochland gekommen, um die roten Ragiana-Paradiesvögel bei ihren Balztänzen zu beobachten. In der Ferne hören wir sie rufen. In einem Seitental haben sich die Papuas in 20 Meter Höhe ein gut getarntes Versteck für die Jagd auf Paradiesvögel gebaut. Damals, in den 60er Jahren, verwandten sie noch keine Feuerwaffen. Sie erlegten die Vögel mit Pfeil und Bogen. Die Papuas haben für unsere Filmarbeit das Versteck ausgebaut und verstärkt. Paradiesvögel zu filmen erfordert Zeit und Geduld. Sie balzen meistens im schwachen Licht des frühen Morgens. Das Besondere an der Balz der roten Paradiesvögel liegt darin, dass sie Gesellschaftstänze aufführen. In einer Baumkrone versammeln sich stets mehrere Männchen und jedes besitzt einen bestimmten Ast, auf dem es die Weibchen erwartet. Hier ein prächtiges altes Männchen. Hier ein Jüngling. Ihm fehlen noch die Schmuckfedern. Trotzdem beteiligt er sich voller Eifer an der Balz. Mit lauten Rufen und winkenden Flügeln locken sie die Weibchen herbei. Das erste Weibchen ist eingefallen. Und die Männchen werben voller Schönheit und Leidenschaft. Jetzt erkennen wir, warum sich die Männchen an Eifer überbieten. Das Weibchen trifft die Gattenwahl. Sie berührt ihn zart mit dem Schnabel und das Männchen beginnt zu tanzen. Ein beschwingter, rhythmischer Reigen.